Heute geht es weiter mit Mario Odyssey Superstar Mode und es gibt eine ziemlich kranke Challenge. Sagen wir so, ich habe etwas Verrücktes ausprobiert. Der Mecha-Fight im Superstar Mode ist extrem schwer. Deswegen benutzen eigentlich alle ein sogenanntes Königsherz, damit man 6-mal getroffen werden kann. Selbst Small End, es ist sonst zu schwer. Und ich habe mich gefragt, ist es möglich, das Ganze ohne Königsherz zu schaffen? Also einfach nur mit 3 Leben. Ich bereue es, ausprobiert zu haben. Aber habe ich es nun geschafft oder nicht? Das seht ihr jetzt. Ich will den Superstar-Modus durchspielen, egal wie lange das dauert. Also bevor wir das Level normal spielen, würde ich vorschlagen, dass wir versuchen, auf die Insel zu kommen. Och, wir haben es geschafft. Okay, das ist schon mal der erste Mond. Boah, ich bin übrigens mega gespannt auf Donnerstag. Wait, what the fuck? Ach, lass mich raten. Ich muss jetzt die ganzen Stachis töten und erst dann darf ich hier rein. Oh, wait, was ist das? Was ist das? Hier ist der zweite. Interesting. Oh. Was denn jetzt? Ohne Witz, ich raff das nicht. So, was jetzt? Was jetzt? Ich sehe nichts. Ja, okay, jetzt bin ich ja oben. Hä? Muss ich out of bounds gehen? Ich raff nicht, was ich da tun soll. Mach das mit der Schleuber nicht. Es gibt nur einen Captain Toad Mond. Scheiß mal auf Captain Toad, ich hol mir andere Monde. Ist da irgendwas? Ah, da ist eine Röhre. Da ist tatsächlich eine Röhre. Oh. Der Bruder wollte ich gar nicht sein. Aber so haben wir ihn gestunt. Ja, ihr seht, wir kommen relativ gut voran und es wirkt alles ziemlich sicher. Ist es jedoch ganz und gar nicht. Das kann ich euch versprechen. Genauso ist es auch mit dem Internet. Es wirkt sicher, birgt jedoch viele Gefahren, wie zum Beispiel Hacker, Trojaner, Viren und vieles mehr. Und hier kommt NordVPN ins Spiel. Der heutige Sponsor. Neben dem VPN-Online-Schutz enthält NordVPN eine zusätzliche Bedrohungsschutzfunktion. Mit dieser könnt ihr euch vor gefährlicher Schadsoftware schützen, wie beispielsweise Viren oder Trojaner. Und durch den VPN-Online-Schutz selbst wird eure IP geschützt. Das bedeutet, man kann euch nicht so leicht angreifen. Klingt alles ziemlich gut, aber warum ausgerechnet NordVPN? Ganz einfach. Es ist der schnellste VPN auf der Welt mit über 5200 Server. Und ihr könnt euch mit jeder Location verbinden. Je näher dran, desto schneller. Je weiter weg, desto mehr Inhalte. Mit nur einem Klick den Standort ändern, zum Beispiel irgendwo in den USA. Und voila, neben der Tatsache, dass ihr nun besser geschützt seid, habt ihr zusätzlich Zugriff auf mehr Spiele, Serien und andere Inhalte, die in Deutschland vielleicht nicht mehr verfügbar sind. Ihr merkt, es lohnt sich schon sehr. NordVPN gibt es unter anderem für iOS, macOS, Windows, Android, also jeder kann es nutzen. Geht auf den Link, der jetzt eingeblendet wird, das steht auch in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Das ist von mir ein Deal mit einem fetten Rabatt. Ihr spart nicht nur sehr viel Geld, sondern bekommt auch 4 Monate gratis im 2-Jahres-Paket. Im 1-Jahres-Paket sind es 3 Monate. Deswegen am besten jetzt zuschlagen. Hier nochmal der Link, geht da drauf und sichert euch meinen Deal an euch. Danke nochmal an NordVPN und jetzt geht das weiter mit dem Video. Lass mich raten, der da oben ist weg. Natürlich ist er weg. Ich werde ja trotzdem ein paar Wandsprünge machen. Och, oh mein Gott, als ob der da oben ist, aber viel, viel höher als normal. Das ist hart. Okay, so, wie machen wir das jetzt am besten? Okay, nice. So, lass mich raten, hier ist auch kein Mond mehr. Natürlich ist ja kein Mond mehr. Natürlich, oh mein Gott, was ist denn das? Ich darf ja wirklich nirgendwo mehr hin. Jetzt weiß ich aber nicht, wie ich da sonst hinkomme. Also auf die Brücke. Oh, doch, das könnte. Oh mein Gott, doch, das könnte klappen. Mit dem Triple Throw Homing, wenn man es richtig macht. Als fucking ob. Oh mein Gott, ich kann nicht glauben, dass das funktioniert hat. Lass mich raten, der Mond hier oben ist kein Mond mehr. Komm, gönn mir wenigstens eins. Ich wusste es, es ist nur eine Münze. Ey, das fuckt mich so ab, ne? So, irgendwie habe ich das Gefühl, dass selbst wenn ich alle runterschmeiße... Alter, oh mein Gott, wie die... Die kommen immer mit mehreren, ne? Wie im echten Leben. Nie 1 gegen 1. Sehr schön. Freunde, das funktioniert doch. Das funktioniert doch. Verpiss dich. Muss ich hier kämpfen? Ich muss ja kämpfen. Oh nein! 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 Meine Taktik! Wir müssen ihn auf jeden Fall mit diesem Trick besiegen. Also mit Speedrun Tactics. Ansonsten wird das nicht funktionieren. Oh, das wird knapp. Das wird knapp, Freunde. Nein! Nein! Bro! Ich bin zu langsam! Also der erste Sprung ist ja free. Perfekt. Okay, jetzt aber schnell einsammeln. Ich müsste genug Health haben, um das einsammeln. Health 100. Oh mein Gott, das war ja super easy. Ich will mal kurz etwas ausprobieren, wenn ich schon mal hier bin. Ja, okay, das ist gar kein Problem.
Never mind. Also mit einem Homie könnten wir es schaffen. Homing. Let's go. Okay, wir fliegen jetzt nach California. Da wird auch überall Lava sein, oder? Warte mal, irgendwas stimmt ja nicht. Das wird sich doch trotzdem wie Lava verhalten, oder? Ich bin mir ganz sicher. I don't believe this shit. Und dann ist hier auch noch der Mond. Hä? Ach ja, wie schaut es eigentlich hier aus? Hahaha, natürlich ist hier eine Wand. Aber die Wand hält einen nicht auf. Okay. Das finde ich irgendwie komisch. Also es ist alles noch ein bisschen zu einfach. Ah, okay, der ist ganz hinten. Yes! Okay, macht nichts, macht nichts, macht nichts. Ich dachte, ich soll auf die springen. Das ist aber machbar. Das ist machbar. Das kriegen wir hin. So, jetzt. Jetzt. Ja! Oh, das war gut. Das war gut, Freunde. Das war gut. Nein! Okay, ich sollte mich mehr konzentrieren. Gamer-Mode. Bro, das fuckt so ab, Alter, ne? Dylan schreibt mich am Dylan. Sehe ich aus, als hätte ich gerade Zeit, dir auf WhatsApp zu antworten. Let's go! Aber ich habe irgendwie in Erinnerung, dass hier alles voller Lava war. Das könnte auch eine False Memory sein. Tatsächlich wurde die Overworld kaum verändert. Interessant. So, den holen wir uns noch. Und wir machen doch den Glitch auf Ehre. Wetten, das wird First Try, Leute? Passt auf. Yeah! Okay. Da ist er. Der letzte. Ja, Küstenland war wirklich überflüssig. Keine Ahnung, irgendwie war das einfach nur unnötig. Okay, der Mond ist auch noch da. Das Level sieht auch relativ normal aus. Ist der Bosskampf normal? Der Bosskampf ist normal. Wo ist da der Superstar-Modus, Bro? Also ich finde, Skellox hätte hier definitiv mehr einbauen können. I don't get it. Ach, hier ist alles voller Eis. Das soll, okay, der Kampf soll hart sein, weil hier alles voller Eis ist und diese Knochen-Dinger spawnen. Aktuell ist irgendwie wenig anders. Keine Ahnung, irgendwie seit Küstenland werden nur Kleinigkeiten verändert. Wir kommen zum Mecker. Let's go. Ich bin mal gespannt, ob der Mecker irgendwie verändert wurde. Ich persönlich glaube nicht. Doch, er wurde verändert. Wie soll ich das machen? Die fallen so komisch runter. Hm. Ach, ich kann mich doch... Ah, okay, das funktioniert doch. Okay, krass. Ich dachte, das geht nicht, weil er aus Metall ist. Wir dürfen nur nicht zu nah an ihn ran. Okay. Ich glaube, das geht aber auch so. Tatsächlich. Das verletzt mich ja alles. Krass. Hm. Hier könnte ich mir Health kaufen. Ich glaube, ich mache das erstmal nicht. Wir versuchen das auf die Art und Weise. Wird der Vogel jetzt instant sterben? Ja, der stirbt jetzt instant. Weil er so komisch steht. Ah! Oh, das ist hart. Das ist hart. Oh, jetzt. Jetzt. Let's go. Okay. Oh, mein... Okay, ich kann das nur machen, wenn er sich nicht bewegt. Nein! Ach, ich wollte da gar nicht drauf. Okay, jetzt müssen wir das irgendwie mit 3 Leben schaffen. Also beim nächsten Mal. Ich glaube nicht, dass ich das hier überlebe, aber beim nächsten Mal müssen wir das mit 3 Leben schaffen. Nee, das wird nichts. Mann! Der ist hart. Der ist wahrscheinlich härter als der Endboss. Das, selbst das tut weh. Scheiß mal auf oben bleiben, das wird nichts. Ja, komm schon, was soll denn das? Ja, komm, kill mich einfach. Ach, komm schon, du Pisser. Nee, das wird nichts. Doch. Doch. Oh, da oben ist niemand. Nein. Ich habe mich kurz gefreut, weil ich dachte, ich könnte den Vogel kapern. Was macht er da? Guckt euch das mal an. Der geht wirklich in die Jojo-Pose. Wie das aussieht. Ich glaube, wenn man das richtig macht, wäre das mit dem Königsherz kein Problem. Aber ich will das mit 3 Herzen schaffen, Freunde. Ich bin so wahnsinnig. Bitte... Ach, komm schon! Ah, aber wir kriegen es trotzdem hin. Okay. Ey, das ist ja so unfair, ne? Ich war jetzt gezwungen, dieses Ding zu berühren. Ja, komm, das... Das macht mich so salty, Alter. Das macht mich richtig salzig. Ganz schlechte Idee. Fick dich! Ja, stirb doch, Mann. Man muss mal so 30 Jahre warten. Bro, what the fuck? Hey, steht für ja ultra schräg. Ja, keine Chance, keine Chance. Mann! Ja, komm, tritt mich zusammen. Schade. What the fuck? Das ist so unfair. Das ist so unfair.
Im normalen Spiel dreht er sich nicht so krass. Schon wieder? Ich wurde schon wieder transportiert. Ich raste aus. Was hab ich denn? Es hat mich überhaupt nichts berührt. Mann! Wie oft denn noch? Ach, nein, Digga, die Flucht ist... Wieso verletzt er mich? Ich schwöre, das ist der schlimmste Schmerz überhaupt. Ich persönlich kenne keinen Schmerz, der vergleichbar ist. Ich kann euch diesen Schmerz nicht erklären. Du willst einfach nur, dass es aufhört, weil es so schlimm ist und du erträgst es nicht. Oh, wieso werde ich denn? Der hat mich doch überhaupt nicht berührt! Einfach nur lächerlich unfair. Ja, genau! Nein! Schon wieder! Sorry, er hat es doch mit 6 Herzen gemacht. Natürlich hat es Small End mit 6 Herzen gemacht. Natürlich hat er ein Königsherz benutzt, weil ich der einzige Wahnsinnige bin, der das auf die Art und Weise probiert. Ich hole gleich ein Amiibo und dann mache ich das auch. Spaß. Ich will der Erste sein auf der Welt, der das so schafft. Ohne Königsherz. Das laugt mir alles Freude, weil das so lächerlich! Ja, genau! 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 Ich war noch nie so aggressiv während einer Mario Odyssey Challenge. Das ist das Dümmste! Das Dümmste, was ich jemals gemacht habe! Ohne Amiibo zu schaffen, diese blöden Scheiß-Flitze! Das ist ja auch immer so komisch! So komisch links, komisch rechts! Ich habe es ohne Königsherz geschafft! Alter! Let's go! Ich mache dir nicht nur Damage. Wobei... Nein. Nein, ich mache das nicht. Aber actually... Aber nicht heute. Nicht heute. Okay, ich habe wieder Emotionen. Ich würde sagen, wir spielen den Kack jetzt durch. Dankeschön. Wir widmen uns dem Ende. Der Bowser ist einfach 1000-mal leichter als der zweite. Er hat es geschafft, den Final Boss einfach zu machen, nur damit man denkt, okay, ich habe das Spiel ja schon fast durchgespielt und dann kommt die Flucht. Aber es ist ohne Bowser. Ich glaube, wir müssen hier einfach nur schnell genug sein. So, dann hier. Dann hier hoch. Ja, doch, 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 auf jeden Fall. Okay, 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 verstehe. Und schon? 1, 2, 3. Nice. Ja, das war gut, das war gut, das war gut. Oh, geil. Geil, 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 geil. Was geht, Bowser? 1, 2, 3. Oh mein Gott, ich bin drüben. Ich dachte, ich sterbe jetzt. Ich habe wirklich damit gerechnet, dass ich jetzt sterbe. Wir haben es geschafft, Leute. Das war der Superstar-Modus von Mario Odyssey. Ich habe das Ganze schon mal vor 4 Jahren gemacht, aber das vor 4 Jahren, das war eine alte Version. Wir haben jetzt eine noch härtere Version gespielt, erstens. Und zweitens, wir haben den Mecha geschafft, ohne Königsherz. Ich bin glücklich. Das hat mich wirklich viele Nerven gekostet. Aber es hat auch irgendwo Spaß gemacht. We fucking did it. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute. Superhuman innovator, venomator, rebel, something anything you say can speak a singing off of me and it'll move you and devastate him all the